sollte viel öfter im Jahr und in allen Ländern und in allen Städten stattfinden eigentlich. Weiter so. Dann sage ich erstmal hallo, guten Tag. Freue mich, dass hier so ein Wahnsinnsinteresse ist auf dieser doch immer noch etwas speziellen Messe. Wir werden jetzt das Thema behandeln. Hier fehlt noch, glaube ich, ein ganz bisschen Bild, aber vielleicht stört es auch gar nicht weiter. Wir werden uns jetzt mit Kokos beschäftigen. Warum eigentlich Kokos? Was macht das so besonders für Vegetarier, Veganer, Rohköstler vor allem auch? Das werden wir uns mal angucken. Und ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Dr. Christine Vollm. Ich bin Gartenbauwissenschaftlerin, habe mich also ganz lange im Grundstudium sogar zusammen mit Ökotrophologen und Lebensmitteltechnologen damit beschäftigt, was in Pflanzen drin ist, was wir nachher auch verwenden können, beziehungsweise wie man Pflanzen zu guten Pflanzen macht, sodass man sie auch sinnvollerweise essen kann. Und insofern war es kein weiter Schritt, nachher, als ich aus gesundheitlichen Gründen Rohköstlerin wurde und auch dieses Buch geschrieben habe, das kennt bestimmt der ein oder andere, zu gucken, was gibt es noch alles für Pflanzen? Und ich habe mich mittlerweile durch ganz viel durchgearbeitet, durch viele Nahrungsergänzungsmittel aus Indien, Asien, sonst wo. Und ein ganz leidenschaftliches neues Projekt hier auch in der Ernährungsberatung und in verschiedenen Veröffentlichungen. Irgendwie fehlt uns da noch so ein Stückchen Bild. Vielleicht kann man das noch irgendwie in die Mitte rücken. Ist das Kokosmus. Und deshalb stehe ich heute hier, weil ich irgendwann mal auf diesen Messen als Rohköstlerin Dr. Görg, Manfred Görg, kennengelernt habe und dieses Kokosöl. Und zunächst eigentlich mal dachte, wieso, ich bin doch schon gut versorgt. Ich habe doch alles, ich esse doch Rohkost, ich esse doch Samen, ich esse doch Nüsse. Und mich aber einfach aus wissenschaftlichem Interesse, das ist das, was ich nach wie vor mache, zu versuchen, wissenschaftlich aufzuarbeiten, was es an Informationen über Pflanzen und über Ernährung gibt. Und aus diesem Grund habe ich mich auch nochmal mit dem Kokos speziell beschäftigt. Warum bin ich überhaupt Rohköstlerin geworden? Ich wollte einfach gesund statt krank sein. Ich hatte so viele verschiedene Krankheiten und Ursachen, die sich über Ernährung heilen lassen konnten, dass ich mich entschieden habe, einen anderen Weg zu gehen, basierend letztendlich auf dem, was Hippokrates schon 400 etwa vor Christus gesagt hat, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein. Und als ich für mich persönlich dann durch die Recherchen herausgestellt hat, okay, Kokos nicht nur in der natürlichen Form, sondern auch als Öl oder als Mousse, ist tatsächlich solch ein Heilmittel, habe ich begonnen, das aufzunehmen in meine Ernährung. Meine Ernährung, haben Sie vielleicht gerade gesehen, vegane Rohkost, dazu gehören eben Obst, Gemüse, alles, was unter 40 Grad zubereitet wird aus diesen Sachen, ohne tierische Produkte, Samen, Nüsse und all das, was dazu kommt aus Wald und Wiese. In meinem Fall sind es die Wildpflanzen und wir werden nachher vielleicht noch einen kleinen Einblick kriegen, wie diese Wildpflanzen sich auch hier zur Ergänzung eignen. Ja, was habe ich an Erfahrung gemacht damit? Ich habe Wald und Wiese statt Wartezimmer eingetauscht. Ich habe meine Schmerzen, die ich durch Rheuma unter anderem hatte, gegen Bewegung eingetauscht. Ich lebe heute im Einklang mit der Natur. Und insofern kann ich sagen, war diese Umstellung erfolgreich. Jetzt möchte ich ganz speziell auf die Kokosnüsse eingehen und auch die Kokosprodukte. Und sich mit Kokos zu beschäftigen, heißt, sich mit Fett auseinanderzusetzen. Und da ist unser großes Problem heute, dass wir noch nicht im Ganzen drüber nachgedacht haben. Kokosbäume oder Palmen, diese Art von Pflanzen nennt sich Palmen, es gibt eigentlich keine Kokosbäume, sind einstämmig und tragen in ihrem Blattbereich Blüten, die nachher sich zu Früchten entwickeln. Sie sehen, die sind grün und hängen so eben in diesen Blattachseln drin,
So werden sie geerntet. Hier ein Bild von den Philippinen, wo eben die Kokosnüsse für Dr. Görg geerntet werden. Dann muss zunächst diese grüne dicke Schale, die Sie vielleicht von der Walnuss kennen, jetzt im Herbst sieht man, dass die Walnüsse alle diese grünen dicken Schalen haben, die muss zunächst entfernt werden, um an die eigentliche Nuss, und die Kokosnuss ist botanisch gesehen auch eine Nuss, zu kommen. Erster Punkt natürlich auch, um eine Qualitätskontrolle vorzunehmen, hier bei den Anbauern auf den Philippinen. Und so sehen die frisch geernteten Kokosnüsse dann aus. Jetzt kann man sie natürlich frisch essen, ganz toll, schmeckt super lecker. Man hat gleichzeitig noch das Kokoswasser, was in der Nuss ist. Und Sie sehen auch hier, eine Kokosnuss hat immer eine Sollöffnung. Da ist nur ein leichtes Häutchen drüber. Man kann sie auch ganz leicht öffnen, weil da muss auch, wenn sie keimt, der Keimling durch. Das ist jetzt eine wirklich ganz junge Kokosnuss mit erst ganz wenig Fruchtfleisch. Und je stärker dieses Fruchtfleisch wird, umso fester und härter und auch fettreicher wird es. Und wenn man sich anguckt, welche Kokosnüsse dann wirklich geerntet werden, dann ist es so eine Stufe, die noch nicht die Vollreife erreicht hat. Und wenn man sich mal anguckt, was man im Supermarkt an Qualität an Kokosnüssen bekommt, dann muss ich sagen, vergessen Sie es einfach. Die brauchen Sie nicht kaufen. Die sind in der Regel, wenn Sie jetzt im Sommer hingehen, sowieso von Weihnachten übrig geblieben. Frische Kokosnüsse zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Und deshalb kann man durchaus sowohl zum Kochen, zum Braten und zum Backen, wer das tut, als auch für Rohköstler zu diesem Kokosöl greifen, weil ein gutes Kokosöl, uns fehlt immer noch ein bisschen, kann man, das müsste ich vielleicht nochmal einstellen, das sparen wir uns die Zeit, ich lese es Ihnen vor. Dieses Kokosöl wird hergestellt, indem die frischen Nüsse innerhalb von 3 Tagen nach der Ernte gepresst werden. Und das heißt, man muss eine ganz schnelle Produktionskette haben, um wirklich frisches Fruchtfleisch zu bekommen. Dann, zweiter wichtiger Punkt, um Rohkostqualität zu erhalten, das muss unter 38 Grad gepresst werden. Wenn Sie schon mal eine Nusspresse oder eine Ölpresse beobachtet haben, werden Sie wissen, das wird heiß. Wenn ich Rohkostqualität haben will, muss ich quasi die Presseinrichtung noch mal kühlen. Und dann erhalte ich tatsächlich ein Öl, was ich ohne Konservierungsstoffe und künstliche Zusatzstoffe verwenden kann. Das macht einen großen Unterschied zum Kokosöl, was konserviert wird. Sie kennen vielleicht das Palmöl, Palmin oder was auch teilweise Kokosöl, je nachdem. Das sind ganz andere Produkte, die werden teilweise erhitzt, die werden verändert. Sowas kann man nicht vergleichen. Kokosöl, wie wir es hier haben, und man erkennt es auch schon, hier ist es ein bisschen warm, ist ab 24 Grad flüssig. Wenn Sie es jetzt im Schrank zu Hause stehen haben, dann haben Sie in der Regel ein flüssiges Kokosöl da stehen. Das Kokosöl wird hergestellt also aus 100% frischem Fruchtfleisch, kontrolliert biologischem Anbau. Und auf 2 Sachen möchte ich jetzt auch nochmal eingehen. Das ist zum einen die ganz wertvolle Laurinsäure, die fast 60% ausmacht. Und zum anderen die Transfettsäuren, hier steht frei von Transfettsäuren. Sie kommen eigentlich in natürlichen Produkten auch gar nicht vor. Ich brauche mal zwischendurch eine Uhr, sonst weiß ich nicht, wie gut wir in der Zeit liegen. Und Kokos ist ein Thema, das könnten wir hier 3 Tage besprechen. Allerdings kommen ja nachher weitere Referenten. Also diese 2 Dinge gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Vielleicht auch nochmal anzumerken, frei von Gluten und Laktose, es sollte eigentlich immer selbstverständlich sein, dass ein Naturprodukt nichts anderes enthält. Keine Zusatzstoffe ohne Gentechnik, auch das werde ich Ihnen gleich noch erklären, nicht gebleicht, nicht raffiniert, also nicht weiter aufbereitet, nicht desodoriert. Auch das findet man leider bei Kokosprodukten, dass eine zusätzliche Beduftung, eine zusätzliche Behandlung stattfindet, weil es sonst vielleicht, weil die Nüsse eben doch nicht frisch gepresst sind, nicht so gut riecht, wie man das erwarten würde. Und ganz wichtig, auch hier nochmal nicht gehärtet. Wenn ich sicher sein will, dass ich eine gute Qualität erreiche, also eine gute Qualität von Kokosprodukten habe, dann muss ich mir Gedanken machen, wie sehen denn die aus? Kann ich es Ihnen ansehen?
Jetzt könnte man natürlich denken, so schöne weiße Kokosflocken oder Raspeln sind eventuell die besseren. Das Gegenteil ist der Fall. Die Kokosnuss hat eine Fruchthaut. Hier sieht man das. Diese innere Haut ist braun um das Fruchtfleisch herum. Und diese Haut muss irgendwie entfernt werden, damit ich nachher eben nur die Flocken in Reihenform habe oder auch das Öl nur in Reihenform habe. Deshalb wird die Kokosnuss, wenn man es gut machen will, geschält. Das ist Handarbeit, aber es lässt das Produkt eben natürlich und dieser natürliche Farbton ist nachher gelb. Also es ist ein ganz zartes Gelb, so ein Cremegelb, aber die Flocken sind nicht weiß. Also wenn Sie erkennen wollen, sind die Produkte natürlich oder nicht, sind Sie mit dem gelblichen Ton auf der sichereren Seite. Wenn ich sie nicht schälen will von Hand, Handarbeit ist teuer, dann darf ich sie behandeln mit E223 oder 223, dem Natriummetabisulfid. Das ergibt weiße Produkte. Das ist ein Antioxidationsmittel und Konservierungsstoff, der gegen Hefen, Pilze, Bakterien wirkt, indem ihre Enzyme blockiert werden. Und er verhindert Braunfärbungen und den sauerstoffabhängigen Abbau von Vitaminen und Aromen. Das große Problem daran, dieses Schwefeldioxid und die Sulfite, die hier drin enthalten sind, die zerstören das Vitamin B1. Wenn das das einzige Problem wäre, ging es eigentlich noch. Weil hier trifft tatsächlich der Gesetzgeber Vorsorge und sagt, in thiaminreichen, also Vitamin B1-reichen Lebensmitteln darf das nicht eingesetzt werden, aber es ist erlaubt in festgelegten Mengen bei Stärke, bei Chips, bei Tomaten, Trockenfrüchte, Meerestierprodukten, Wein. Da kennen Sie es vielleicht sogar, wenn Sie schon mal Kopfweh bekommen haben vom Wein. Das muss nicht unbedingt der Alkohol gewesen sein, kann man auch anders bekommen. Ja, der Nachteil von E223 ist, dass bei den meisten Menschen dieser Zusatzstoff, dieser erlaubte Zusatzstoff von dem körpereigenen Enzym zwar schnell abgebaut werden kann, aber es immer mehr Menschen gibt, die empfindlich darauf reagieren. Und wenn Sie zum Beispiel Kopfschmerzen haben oder Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, dann kann das an solch einem Zusatzstoff liegen. Bei Allergikern ist es ganz schlimm, da kann eben Sulfidasthma ausgelöst werden. Deshalb gilt eigentlich, und das wird auch von offizieller Stelle so weitergegeben, dass von häufigem Verzehr solcher Produkte abzuraten ist. Oftmals weiß man es nicht oder man muss es mühsam auf der Packung suchen. Also deshalb sollten die eben nicht gebleicht werden. Und deshalb nochmal als Info, natürliche Kokosprodukte sind eben nicht unbedingt weiß. Diese Flocken zumindest. Dann möchte ich auf die Sache mit dem Fett eingehen. Wir denken ja heute immer, wir hätten viel zu viel Fett in der Nahrung und müssten an Fett sparen. Und wenn Sie hier Brigitte und sonst welche Diäten anschauen, dann werden Sie immer hören, sparen Sie an Fett. Fakt ist, dass wir an der falschen Stelle sparen. Wir gucken uns die Fette einfach nicht genau an. Weil wenn man sich die Fette genau anguckt, und ich warne Sie vor, gleich wird es ein bisschen chemisch, aber es ist einfach notwendig, um einmal begriffen zu haben, was ist denn ein gutes Fett und was ist ein schlechtes Fett. Grundsätzlich braucht der Körper Fett, Entschuldigung, um die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K aufzunehmen, um gebundene Mineralstoffe aufnehmen zu können. Und darüber weiß noch keiner was, da gibt es auch noch keine Forschung dazu. Was ist mit den ganzen wertvollen sekundären Pflanzenstoffen, die wir erst in den letzten Jahren entdeckt haben? Müssen die nicht auch irgendwie, wie bei einem Katalysator, vielleicht zusätzlich Fett bekommen, um richtig verstoffwechselt zu werden? Also das ist ein ganz großer Forschungsbereich, der noch gar nicht bearbeitet wurde. Ja. Was wir aber wissen, und das ist das Interessante, so funktioniert unsere Gesellschaft, wir kommen von den Krankheiten her. Wir kommen von dem her, was wir nicht mehr haben wollen. Wie verhindern wir neurodegenerative Erkrankungen, die Ursache für ganz viele Entzündungen sind? Als erstes ist meistens das Gehirn krank und dann erst wird ein Körperteil oder viele Körperteile krank. Und
Diese neurodegenerativen Krankheiten, da wird's spannend, da können wir nämlich mit Fetten eingreifen. So, und jetzt muss ich ganz kurz für 3 Minuten chemisch werden, nur dass Sie einmal sehen, was ist der Unterschied. Fettsäuren, haben Sie bestimmt schon mal gehört, ungesättigte, gesättigte. Es wird immer gesagt, die Ungesättigten sind gut, die Gesättigten sind schlecht. Kann man so überhaupt nicht sagen, es gibt nämlich da nochmal Unterschiede. Es gibt kurzkettige, mittelkettige und langkettige. Fettsäuren setzen sich aus Kohlenstoffatomen zusammen. Die kurzkettigen aus 2 bis 6 Kohlenstoffatomen, an denen Wasserstoffatome hängen. Das ist eigentlich in dem Sinn auch keine wilde Struktur, zeige es Ihnen gleich. Und es gibt die mittelkettigen. Und daraus werden aufgebaut mittelkettige Triglyceride. Und diese mittelkettigen Triglyceride, zeige ich Ihnen auch gleich noch, die sind das Geheimnis. Die machen Fette gesund. Solche Fette, die diese Triglyceride enthalten, brauchen wir ganz dringend. Nochmal bildhaft, Sie stellen sich vor, überall wo eine Spitze ist, sitzt ein C-Atom, ein Kohlenstoff und oben und unten ein Wasserstoff. Und Sie haben eine gesättigte Fettsäure, die hat 18C, also wirklich eine ganz langkettige auch, als Beispiel dafür. Dann haben Sie die ungesättigten und Fettsäuren einmal in der Cis- und einmal in der Trans-Konfiguration. Und jetzt muss man hier dazu sagen, hier fehlen nur 2 Wasserstoffatome und die Bindung zwischen den Kohlenstoffen ist doppelt. Vergessen Sie es wieder, merken Sie sich eins, Cis ist gut, Trans ist schlecht. Allein dieser Mini-Unterschied im Molekül der Fette macht einen riesen Unterschied in unserem Körper aus. Oftmals ist es einfach der Punkt, dass wir nicht wissen, wie ist es denn, sind mittelkettige oder ungesättigte oder was weiß ich, worum geht es denn eigentlich bei den Fettsäuren? Sie müssen sich 2 Sachen merken. Transfette sind ungesund. Und alles andere kommt wieder darauf an, wie das Ganze konfiguriert ist. Da gibt es gute und schlechte. Aber wir wollen uns heute vor allem eine Sache angucken, diese Triglyceride. Jetzt haben Sie gerade diese Kohlenstoffketten gesehen. Und es gibt Glycerolbestandteile, entspricht im Grunde dem Glycerin. Und die können Fettsäuren binden. Also hier hängt so eine Kette, hier hängt so eine Kette und hier hängt so eine Kette. Und dann haben wir ein Triglycerid und wenn diese Fettsäuren alle mittelkettig, also nicht so sehr lang sind, dann haben wir ein besonders wirksames Fett. So sehr muss man im Grunde ins Detail gehen. Ich wollte Sie damit, wie gesagt, nicht erschrecken. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass wenn wir von Fetten sprechen, dass wir eigentlich immer definieren müssen, welche Fette. Diese Transfettsäuren, die wir im Kokosöl überhaupt nicht drin haben, kommen leider als ungesättigte Fettsäuren, aber mit einer transkonfigurierten, also mit einem schrägen Doppelbindung, nennen wir es mal chemisch vereinfacht so, ganz viel in industriell produzierter Nahrung vor. Und sie entstehen von alleine bei den Verarbeitungsprozessen. Und sie sind zum Beispiel Nebenprodukte bei der unvollständigen Härtung von Pflanzenölen. Wo werden Pflanzenöle gehärtet? Zum Beispiel zur Herstellung von Margarine oder anderen Fettprodukten beim Backen und so weiter kann das alles auftreten. Eine Studie des Women's Health Institutes hat herausgefunden, übrigens mit 87.000 Teilnehmern, was ganz beeindruckend ist, dass ab 7 Gramm pro Tag von diesen Transfettsäuren sich das Schlaganfallrisiko um 30% erhöht. Diese Transfettsäuren erhöhen außerdem den Gehalt von LDL-Cholesterin, also dem negativen, dem schlechten Cholesterin, sodass wir mehr koronare Herzkrankheiten haben, mehr Arteriosklerose. Und wenn man es ganz plump formulieren wollen würde, könnte man sagen, naja, weil wir heute nicht mehr gucken, welche Fette wir zu uns nehmen, weil wir einfach das Fertigprodukt haben, wo wir auch nicht mehr kontrollieren können, ist vielleicht auch eine Begründung dafür, dass wir eben ganz viele dieser Krankheiten, immerhin die Haupttodesursachen zusammen mit Diabetes, heute da haben. Die natürlichen Vorkommen sind 3 bis 6%,
Transfettsäuren außerdem in der Milch, in Milchprodukten und im Fleisch. Natürliche, unbehandelte pflanzliche Fette sind frei von Transfettsäuren. Und das ist der Punkt, warum es wichtig ist, dass Sie ein gutes Fett verwenden. Interessant übrigens auch, dass die USA und Kanada, obwohl sie sonst gesundheitlich nicht gerade die Vorreiter sind, dass dort Transfettsäuregehalt deklariert werden muss. Was haben wir dagegen im Kokosöl? Im Kokosöl haben wir ganz wichtig an erster Stelle die Laurinsäure. Diese Laurinsäure beträgt etwa die Hälfte oder über die Hälfte in Kokosnussöl und im Palmkernöl. Ihren Namen hat sie, weil sie auch im Lorbeeröl vorkommt, was aber eigentlich zum Essen nicht geeignet ist. Aber daher kommt von Laurus botanisch die Laurinsäure. Und dieser Bestandteil als Bestandteil dieser Triglyceride kommt übrigens auch in der Muttermilch vor. Und in der Muttermilch haben diese Triglyceride interessanterweise genau dieselbe Aufgabe wie die sie nachher auch haben, wenn wir dieses Kokosöl essen. Sie sind eine leicht verwertbare Energiequelle, beugen Verdauungsstörungen vor, schützen vor Krankheitserregern und sind deshalb eben auch ein Qualitätsmerkmal im Kokosöl. Die positiven Wirkungen, einer vielleicht vorab, ist, dass die Laurinsäure, die Sie im puren, naturbelassenen Kokosöl finden, auch antibakteriell, fungizid und antiviral wirkt. Das heißt, Sie können sie auch immer dann verwenden, löffelweise einfach das Öl auch verwenden, wenn Sie zum Beispiel Halsweh haben, wenn Sie zum Beispiel irgendwelche Entzündungen haben. Auch dann ist es durchaus sinnvoll, einfach ein, zwei Löffel Kokosöl zu verwenden. So, wer jetzt noch Angst hat, dann steigt doch aber der Cholesterinspiegel. Der hat zwar recht, aber man weiß, dass hier nur das gute Cholesterin, das HDL-Cholesterin ansteigt. Und das wiederum schützt uns vor Arteriosklerose, also vor Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter. Und ab einer Konzentration von über 60 Milligramm pro Deziliter Blut kann das HDL-Cholesterin sogar einen anderen Risikofaktor ausschließen und neutralisieren. Das heißt, insgesamt geht die Empfindlichkeit zurück. Hier möchte ich mal noch Dr. Bruce Fife vorstellen. Das ist der Kokosnussölpapst, der ein Forschungszentrum in den USA hat und sich zur Aufgabe gemacht hat, dieses Wissen über Kokosnuss zu verbreiten, ganz viele Studien analysiert hat und von dem es jetzt, ich glaube, sogar ab nächster Woche auch ein Buch gibt, Stopp Alzheimer wird das heißen, mit dem Vorwort von Tilman Jens. Walter Jens war sein oder ist sein Vater schwer an Alzheimer erkrankt. Und es ist sehr anrührend, wie er auch schreibt, wenn ich das, was ich hier gelesen habe, auch über das Kokosöl, alles vorher gewusst hätte und meinem Vater hätte noch sagen können, vielleicht hätten wir auch was aufhalten können. Ich möchte zwei Zitate bringen aus diesem Buch. Und zwar zum einen, bei manchen Inselvölkern im Pazifik machte Fett bis zu 60% der Kalorien aus, davon 50% in Form gesättigter Fettsäuren, meist aus der Kokosnuss. Obwohl diese Völker große Mengen an Fett aßen, waren Leiden wie Herzkrankheiten, Diabetes und Alzheimer bei ihnen völlig unbekannt. Bei relativ isoliert lebenden Populationen, die sich nach wie vor von natürlichen Fetten ernähren, kommt Alzheimer oder andere degenerative Krankheiten, die in der modernen Gesellschaft verbreitet sind, nicht vor. Es ist sehr interessant, dass hier jemand sagt, man kann tatsächlich vorbeugen. Und das sind Studien, die wissenschaftlich angefertigt wurden, die er dort zitiert hat. Wenn Sie weiter gucken, dann sagt er, wenn man irgendetwas als Brain Food bezeichnen könnte, wäre es das Kokosöl. Und es sind wieder genau die mittelkettigen Triglyceride, die im Körper in Ketone verwandelt werden und als hochpotenter Brennstoff für das Gehirn funktionieren. Und ich möchte Ihnen noch eine Sache dazu zeigen, diese Ketone, ich überspringe die Eigenschaften, wir haben nicht genug Zeit, aber eine Sache vielleicht noch, es gibt eine sogenannte ketogene Diät, die besteht aus kohlenhydratarmen, ölreichen Fetten, also
eine ölreiche Diät, in der eben diese mittelkettigen Triglyceride, das Kokosöl, eine Hauptrolle spielen. Die wird mittlerweile eingesetzt bei Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose und anderen degenerativen Gehirnerkrankungen. Auch zur Vorbeugung und Heilung von Diabetes, Schlaganfall, Herzversagen, Depression. Das sind unsere Hauptkrankheiten und jetzt macht man tatsächlich den Schritt. Und eine Sache fand ich auch noch ganz interessant. Die Uniklinik Würzburg selber als deutsche Klinik hat geforscht und hat diese ketogene Ernährung bei Krebserkrankungen ausprobiert und sagt ganz klar, für mittelkettige Triglyceride konnten wir in mehreren Studien eine hemmende Wirkung auf das Wachstum von Tumoren und ein positiver Effekt auf das, konnte auch ein positiver Effekt auf das Körpergewicht beschrieben werden. Deshalb sagen sie, diese Ernährung könnte ein Weg sein. Also wir haben hier nicht nur Herrn Bruce Fife, der selber Arzt und Mediziner ist und also auch wissenschaftlich arbeitet, aber halt aus Amerika kommt, sondern wir sind mittlerweile schon selber in Deutschland auch dabei zu entdecken, was es mit den Fetten auf sich hat. Ich möchte noch ein Beispiel aus dem Buch bringen, und zwar der Mann von Mary Newport, Steve, war als Alzheimer-Patient von der Medizin bereits komplett aufgegeben worden. Er durfte nicht mal mehr an Medikamententests teilnehmen. Er war 58 Jahre und hatte schon 5 Jahre an fortschreitender Demenz gelitten, nahm 4 verschiedene Medikamente ein, die keine Wirkung hatten. Wir sind davon immer ausgegangen bisher, oder man geht immer noch davon aus, Alzheimer ist nicht heilbar, ist nicht, wenn überhaupt, dann retardierbar, also etwas verzögerbar, aber nicht heilbar. Und Mary war selber Ärztin. Von ihr gibt es übrigens auch ein Buch darüber, wer die ganze Geschichte haben will. Diese Ärztin hat dann beschlossen, okay, wenn es diese Idee gibt mit den Fetten, und wo könnte ich sie finden? In Kokosöl kann ich sie finden. Und ich versuche jetzt einfach, ich gebe Steve 2 Esslöffel Kokosöl. Sie hatte das umgerechnet, sie ist von den Triglyceriden ausgegangen, hat gesagt, okay, es müsste dem entsprechen. Hat es ihm in Haferbrei eingerührt, zum Frühstück gegeben und hat bereits nach 4,5 Stunden eine Verbesserung gemerkt. Witzigerweise waren an den Tagen vorher und nachher Tests, sodass das tatsächlich auch zu beweisen war. Und sie hat das weitergeführt und bereits nach 18 Wochen wurde er von seinem Arzt, der ihn da ständig begleitet hat, als Patient mit leichter Alzheimer-Erkrankung, während er vorher eben als Patient mit unheilbarer, verbesserbarer Alzheimer-Erkrankung eingestuft wurde. Und ich finde es ganz schön, sie hat da ein Bild, 3 Bilder zur Verfügung gestellt. Steve hat ein Bild gemalt, einen Tag vor Einnahme des Kokosöls. Er sollte eine Uhr malen und man sieht, er erinnert sich, es gibt irgendwelche Kreise und es gibt Zahlen, aber es hängt nicht wirklich zusammen. Nach 14 Tagen Kokosöleinnahme war ihm klar, es ist ein Kreis und die Zahlen stimmen auch schon so ein bisschen. Es ist noch etwas verwirrt und nach 37 Tagen kann er tatsächlich einen schwungvollen Kreis malen, kann die Zahlen ordentlich zuordnen und hat seine Medikamente abgesetzt und nur dieses Kokosöl genommen. Diese Dinge, die man da erlebt, führen eben dazu, dass hier auch die Forschung weitergehen wird. Was Steve nach einem Jahr erlebt hat, war, dass er keinen Tremor, kein Zittern im Gesicht mehr hatte. In den Händen war es ebenfalls reduziert, konnte wieder laufen, konnte wieder lesen, kann wieder Haus- und Gartenarbeiten erledigen. Die Libido hat sich wieder erhöht, also Zeichen für eine Rückentwicklung von Alzheimer. Er ist nicht mehr depressiv, kann wieder Gespräche führen, gibt Telefongespräche wieder und arbeitet sogar 2-mal in der Woche ehrenamtlich im Krankenhaus mit. Das ist das, was ich Ihnen jetzt mal in aller Kürze über die gesundheitliche Wirkung des Kokosöls sagen kann. Vielleicht haben Sie einen Eindruck, was sich dahinter alles verbirgt. Mich hat das bei der Recherche fast aus den Schuhen gehauen, weil ich mir dachte, kann es denn wahr sein, dass es so viel Forschung eigentlich schon gibt und wir nicht längst
großflächig überlegen, ob wir es nicht einfach versuchen. Weil es kostet ja nichts. Es ist ja einfach ein Lebensmittel wie alle anderen und wir können es ja verwenden und wir können eben nicht nur das Kokosöl verwenden. Hier sehen Sie das auch mal, sondern es gibt eben weitere Kokosprodukte, die Kokosraspeln, das Kokosmehl, beides rohköstlich, Kokosmus, das ist die ganze gepresste Kokosnuss, wunderbar zum Backen geeignet, für die, die kochen und gerne Thai oder andere asiatischen Gerichte machen, ist das bestimmt eine wunderbare Lösung, Kokosmilch. Und es gibt sogar den Zucker, wobei der natürlich nicht diese Wirkungen hat, die jetzt die fettenthaltenden Kokosprodukte haben. Wer sich dafür interessiert, in der konventionellen Küche auf der Dr. Görg-Webseite gibt es Rezepte von Heinz Winkler, da kann man sich inspirieren lassen. Für vegane und vegetarische Gerichte zeige ich gleich noch was und dann zeige ich natürlich was aus meinem Repertoire. Vegane, vegetarische Gerichte können natürlich komplett mit Kokosöl zubereitet werden. Da kann, egal ob zum Backen oder zum Kochen oder zum Braten, Kokosöl ist hitzestabil. Auf der anderen Seite haben wir den Riesenvorteil, dass wir hier ein rohköstliches Produkt haben. Ganz selten, dass aus dem normalen Biomarkt-Segment ein rohköstliches Produkt entwickelt wird oder was überhaupt rohköstlich ist. Und Sie können es natürlich auch so verwenden, dass Sie es unerhitzt verwenden. Also wenn ich zum Beispiel für meine Familie auch mal eine Suppe zubereite, die ich zwar nicht esse, aber die für meine Familie gedacht ist, dann kommt da auch Kokosöl rein, aber halt erst dann, wenn sie schon gekocht ist oder auch Gemüsepfanne, Nudeln, Kartoffelgerichte, da verwende ich nur ganz wenig zum Anbraten und zum Dünsten und gebe das Kokosöl nach dem Abkühlen des Gerichts auf Verzehrwärme zu. So haben Sie wirklich die volle Nutzbarkeit und es ist vom Geschmack her nochmal wesentlich besser, als wenn Sie es mitkochen. Sie haben eben noch dieses ganz frische, leckere, diese Kokosnote, die übrigens nicht zu verwechseln ist mit der Kokosmilchnote, so intensiv ist das Öl nicht. In der Rohkostküche, und da bin ich jetzt in meinem Metier und da zeige ich Ihnen jetzt einfach auch gleich mal ein paar Bilder aus dem nächsten Buch, was Anfang des nächsten Jahres erscheinen wird, weil ich mittlerweile ganz viel auch damit experimentiert habe und natürlich rohe Schokolade hergestellt habe. Mit Kakaobutter und Kakaopulver geht das ganz einfach. Und wenn man dann das Kokosöl dazu gibt, dann hat man noch so einen Schmelzeffekt. Wer diese Eiskonfekt-Pralinchen kennt, die haben genau diesen Kokosöl-Effekt auch. Und den kriegen Sie ganz wunderbar hin, wenn Sie das dazugeben. Tortencremes hat den großen Vorteil, ist nicht nur die Cremigkeit, die es lecker macht, sondern es stabilisiert auch, weil unter 24 Grad, also sobald ich die Torte in den Kühlschrank stelle, wird das Ganze ja auch wieder fest. Puddings, Desserts, Eiscremes. Ich wollte eigentlich noch so ein Knuspermüsli machen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen hier in der Zeit, aber ich mache es nachher am Stand. Wer da also nochmal Kosten kommen will, der komme einfach vorbei. Das Rezept auf Virgin Coconut Oil, das ist die Dr. Görg-Seite, findet man auch, wenn man Dr. Görg eingibt oder in meinem Blog unter dem Eintrag vom 5. Januar. Einfach Kärtchen mitnehmen oder Christine Vollm eingeben, dann findet man auch den Blog. Ja, bevor ich jetzt hier noch alle weiteren Dinge vorstelle, die Produkte habe ich ja schon gezeigt, zeige ich einfach noch ein paar Bilder, weil die einfach mehr Appetit machen. Grüne Smoothies können ganz wunderbar ergänzt werden mit Kokosöl. Oder auch mit Kokosmus, vor allem jetzt, wenn der Winter kommt, also ist es mir immer eine große Hilfe. Viele Rohköstler sagen auch im Winter, am Anfang ist es mir doch kalt gewesen. Mir ist es inzwischen nicht mehr kalt im Winter, aber ich kann diese Anfangsgeschichte nachvollziehen. Und da ist Fett eine ganz gute Hilfe auch. Auch Suppen, also den Smoothie quasi in der pikanten Variante, kann man wunderbar mit Kokosöl ergänzen. Die nächstfestere Konsistenz wäre der Brotaufstrich auf Gemüsecrackern zum Beispiel. Oder einfach die Kokosflocken mit in den Salat geben. In dem Fall Karottensalat mit Labkraut.
Hier, das ist eine meiner Lieblingstorten. Das war immer was, was ich sehr vermisst habe. Rüblikuchen in Roh. Habe ich auch lange dran gearbeitet. Aber richtig gut wird diese Füllung einfach, wenn sie richtig cremig ist. Und deshalb ist natürlich da auch Kokosmus in dem Fall mit dabei. Kokosmehl ist was, gibt es schon länger, weil es eben für Leute mit Glutenunverträglichkeit wunderbar geeignet ist. Und da kann man natürlich das dann verwenden, um richtige Teige herzustellen. Also dieses Früchtebrot ist komplett roh und der Teig ist auf Basis vom Kokosmehl hergestellt worden. Genauso wie diese Weihnachtsplätzchen mit Kakao und Kokosflocken hergestellt worden sind. Die Rosenherzen hier, das ist eigentlich ein richtiges Marzipan aus Rosenblüten und Mandeln. Und die haben eine Glasur bekommen aus weißer Kakaobutter mit Kokos, damit es auch schön glänzt. Und hier ist es die Füllung in den Kirschkaramell-Tartlets, eine Karamellfüllung, die auch auf der Basis von Kokosmus entstanden ist. Und das Allerleckerste ist natürlich Eis. Da kann, glaube ich, keiner widerstehen. Kokosmus, Datteln, Trockenfrüchte, je nachdem, was man hat. Und dann kommen bei mir ja immer die Wildpflanzen dazu. Und ich habe noch ein paar Wildpflanzen mitgebracht. Und weil wir es jetzt eben hier nicht mehr schaffen, ich mache es nachher am Stand, dann kann jeder dieses Knuspermüsli nachher auch noch mal probieren. Hier möchte ich jetzt einfach noch ein paar Fakten noch mal zeigen. Ach, das ist übrigens die Süßdolde, die wir danach auch reingeben werden. Eine Anisnote macht ihren Geschmack aus. Und wenn jemand nochmal gucken möchte, was ist es, was die Wildpflanzen so gesund macht, dann sind es hier auch die Inhaltsstoffe, die sogenannten sekundären Inhaltsstoffe. Und wenn Sie sich erinnern, habe ich ganz am Anfang darüber gesprochen, wir wissen noch gar nicht, in welchem Zusammenhang Fett und der Stoffwechsel mit diesen Inhaltsstoffen zu sehen ist. Können wir die eventuell auch besser nutzen? Das hat noch keiner überprüft, hat noch keiner darüber nachgedacht, aber das wäre super spannend. Weil Sie sehen eins, jede Gruppe hat eine bestimmte Wirkung oder hat bestimmte Wirkungen, cholesterinsenkend oder Blutzucker beeinflussend. Aber alle haben sie eins gemeinsam. Alle Inhaltsstoffe, von denen man mittlerweile glaubt, 250.000, so viel wie es verschiedene Pflanzen gibt. Ich nehme an, damit wird es nicht zu Ende sein. Aber wir erst zwischen 10.000 und 30.000 wirklich bestimmt haben, das kann momentan auch keiner so genau sagen. Aber alle diese Gruppen wirken alle antikanzerogen, heißt krebshemmend, krebsvorbeugend. Das sind die Inhaltsstoffe, die wir brauchen. Gesunde Fette, gesunde Inhaltsstoffe aus den Pflanzen und dann funktioniert unser Körper auch. Ganz kurz noch, wie kann man Kokosöl sonst noch einsetzen? Kokosöl hat unter anderem entgiftende Wirkung. Das heißt, man weiß es zum Beispiel aus einem Fall, wo jemand sich mit Rattengift, Aluminiumphosphid, vergiftet hat, dass das Gift gebunden werden kann oder die Auswirkungen im Gehirn besser zu steuern sind und nicht so tragisch sind. Solche Untersuchungen oder solche Fälle haben letztendlich die Medizin darauf gebracht, darüber nachzudenken, ob man das vielleicht auch einsetzen könnte, um Nebenwirkungen bei Chemotherapien zu mildern. Ein Punkt, der natürlich fraglich ist. Wenn Sie sich heute angucken, was kriegen Krebspatienten während der Chemotherapie zum Essen? Ach, das ist keine Freude. Also da kann ich mir echt leckere Sachen vorstellen und vor allem gesündere. Schutz vor Aflatoxinen. Das sind Giftstoffe, die Pilze aussenden. Die treten zum Beispiel am Mais auf oder in Erdnüssen. Die siedeln sich da einfach gerne an. Ist auch ganz natürlich, aber sie können uns bei großen Mengen Verzehr natürlich auch schaden. Auch hier hat das Kokosöl entgiftende Wirkung. Wenn man sich das mal so anguckt, hat man den Eindruck, die Natur hat für alles die Lösung. Isst man alles, was in der Natur ist? Und Kokosöl oder Kokosnuss ist natürlich was, was uns ganz lange begleitet. Dort, wo der Mensch ursprünglich herkommt, gab es auch Kokosnüsse. Und insofern ja, brauchen wir sie einfach auch. Auch die Geschichte mit dem Natriumglutamat, was der ein oder andere vielleicht auch kennt.
Natriumglutamat, was als Geschmacksverstärker eingesetzt wird, für Stoffwechsel zu Glutaminsäure, die im Übrigen auch in Hefen, durch Hefe gebildet wird. Also wenn Sie Hefeprodukte drin haben, dann verstoffwechselt das genauso zu Glutaminsäure. Und wir haben unter Umständen Auswirkungen auf das Gehirn, die aber zum Beispiel auch gemindert werden könnten. Ich müsste jetzt ganz viel erzählen nochmal über Diabetes. Ich sehe hier aber schon das Ende nahen und sage Ihnen noch, gute Sache, Ölziehkur für die Zähne. Da konnte man beweisen, dass 8 bis 10 Minuten täglich, 45 Tage lang, die Zahnbeläge reduziert wurden um 20 bis 30%, die bakteriell begründeten Zahnfleischentzündungen um 52 bis 60% zurückgegangen sind. Mein Lieblingsnebeneffekt von Kokosöl ist der, dass er wirkt gegen Zecken. Und zwar dadurch, dass ich so viel draußen bin, um meine Wildpflanzen zu sammeln, bin ich natürlich super dankbar dafür, dass ich mich nur mit Kokosöl eincremen muss, um vor diesen Plagegeistern geschützt zu werden. Trotzdem hinterher die Kleidung absuchen, weil auch da können sich Zecken festsetzen. Und bitte die Zecke selber nicht mit Öl beträufeln, so kriegen Sie sie nicht mehr entfernt. Also dazu ist es nicht gedacht. Nur vorbeugend eincremen von Kopf bis Fuß, dann sind Sie schon geschützt. Haarpflege, wenn man sich anguckt, was Inderinnen, Thailänderinnen für tolle Haare haben, die sie eben nicht mit Shampoos waschen. Diese Haare werden gebleicht und aufbereitet. Für uns, weil wir nicht so schöne Haare haben, müssen wir diese gestohlenen Haare oder gekauften Haare verwenden. Aber auch das kann man vielleicht in den Griff kriegen. Kokosöl ist eine wunderbare Haarpflege. Einfach eine Kur draus machen, eine Stunde oder über Nacht einwirken lassen. Und dann kann man das auch für die Haare nutzen und für die Tiere. Besonders geplagt sind die Pferde von den Kriebelmücken und den Bremsen. Im Sommer Hunde natürlich auch von Zecken, das können Sie auch verwenden. Und eine Sache liegt mir noch am Herzen, das ist was, ich mache nicht gerne Vorträge für Dinge, hinter denen ich nicht stehen kann. Eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, ist, dass es bei Dr. Görg ein Fair Trade for Fair Life Project gibt. Das heißt, es wird eben nicht nur geguckt, dass man ein Produkt aus den Philippinen hier verbreitet und verwendet, sondern man sorgt sich um die Familien, um die Bauern, um den nachhaltigen Anbau und versucht zurückzugeben, was man in Form von Kokos bekommt. Und so hat Dr. Görg dieses Jahr einen Vertrag abgeschlossen und ein Kinderheim mit fast 100 Kindern wird über 3 Jahre lang mit jährlich 20.000 Euro unterstützt. Damit sind die Kinder voll versorgt. Und vielleicht ist es auch ein gutes Gefühl für Sie, wenn Sie wissen, hier geht wieder was zurück. Und an der Stelle danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie mit mir durch diesen Wust von Infos durchgegangen sind. Danke. Hätte ich jetzt wirklich. Sie dürfen sich hier noch eine Probe abholen von dem Kokosöl. Dann können Sie es einfach mal ausprobieren. Danke schön. Vielen herzlichen Dank. Danke.